Meine liebe Pfarrgemeinde, die Tage vergehen, die Zeiten ändern sich oder werden verändert. Wir haben uns gewöhnt an diesen Zustand der Beschränkungen infolge des Coronavirus. Aber die langen Schatten des Karfreitags, dargestellt im lila Tuch, die sind vergangen. Und in den letzten Tagen habt ihr zu Hause in Form der Hauskirche Ostern auf andere als gewohnte Weise gefeiert. Viele Mitteilungen habe ich bekommen, wie es bei euch zu Hause gewesen ist. Osternester, Ostereier, Osterkerzen, übrigens Osterkerzen. Unsere Osterkerze war bisher gleichsam außer Betrieb. Nun möchte ich sie auf ihren Platz stellen, damit wir Hoffnung haben. Denn das Licht von Ostern wird kommen. Freilich die Flamme, die muss noch warten, bis wir uns versammeln können, alle zusammen. Denn in den Vorschriften der Kirche heißt es, wenn das Volk Gottes sich versammelt, dann tritt der Priester in ihre Mitte. Aber bisher hat sich das Volk Gottes nicht versammelt. Uns fehlen die Kinder, euch einen besonders lieben Gruß. Bitte haltet mir durch in der etwas unbekannten Form eures Lernens außerhalb der Schule. Euer Kommunionfest, liebe Kommunionkinder, planen wir schon. Der Termin für September steht von selbst fest. Liebe Jugendliche, liebe Firmkandidaten, auch an euch haben wir gedacht. Der Firmspender weiß den neuen Termin und hat ihn eingeschrieben, damit wir uns freuen können auf die verschobenen Feste. Liebe Gemeinde, bitte haltet durch. Danke für eure Geduld. Danke auch für die Spenden, die schon eingelangt sind auf unserem Konto. Denn am Sonntag wird ja kein Klingelbeutel eingesammelt, aber die Regien, die gehen weiter. Und so gilt meine Bitte an die ganze Pfarrgemeinde, meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, bitte haltet mit durch, habt Geduld, habt Vertrauen und denkt daran, dass Gott ist auf unserer Seite. Wir sind seine Partner, er ist unser Partner. Amen. Halleluja.